Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir haben in der letzten Folge versucht, dieses Grabmal zu entdecken. Ich habe, glaube ich, noch eine knappe Stunde gesucht. Ich habe das nicht mitgezählt. Auf jeden Fall ziemlich lang, um herauszufinden, dass die Sonnensteine, also dass da oben reinkommt, diese Sonnenstrahlen, diese Steinkreise sind. Tatsächlich. Letztendlich habe ich jetzt. Ich habe drei Steinkreise gehabt und drei Lichter waren dort. Also wenn ich jetzt mehr Steinkreise finde, dann werden dort auch mehr Lichter angezeigt und ich denke mal, wenn alle vollzählig sind, kann ich da was Besonderes machen. Was wir da unten finden werden, keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Das werden wir bis dahin sehen. Aber wir werden jetzt erstmal das andere Grab mal machen, weil das ist direkt in der Nähe. Und ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen MP farmen. Das gibt mal ganz gute Möglichkeiten, das zu machen. Außerdem kriegen wir dann automatisch einen Fähigkeitspunkt. Das sieht auch diesmal nicht allzu schwer aus. Die Pyramide hat hier unten einen anderen Stein. Du wirst dich nicht erschrecken. Die können dir gar nichts tun. Nur die doofen Kobras. Die machen sowieso nichts. Yay, eine schwere Keule. Ich frage mich echt noch, wozu diese Kristalle da gut sind. Wie viel haben wir aktuell, von den Kristallen eigentlich? Inventar 22. Ist ja schon ein klein wenig. Noch nicht allzu viel. Ich wusste es. Boah. Mann, immer wieder. Sie ist tot. Ich habe schon geahnt, dass da jemand drin sein könnte. Was habe ich mich letztes Mal auch erschrocken? Genau in der gleichen Art und Weise. Und auch durch eine Kobra in einem Fass. Boah. Übrigens ein Grund, warum ich keine Horrorspiele spiele. So, von da kam ich. Ich bin jetzt gerade wieder hochgelaufen. Warum bin ich hochgelaufen? Achso, weil ich von hier unten gekommen bin. Gibt es immer noch einen kleinen Nebenweg oder sowas, den man gehen kann? Hier nicht. Im großen Saal vielleicht noch irgendwo eine Möglichkeit durchzukommen, wo Skarabäen sind oder sowas. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Okay. Versuchen wir es einfach mal hier lang. Ne, hier auch nicht. Was übersehen vorhin? Irgendein Nebengang oder so?
Ja. Ich bin wieder richtig behindert gerade. Was habe ich übersehen, verdammte Scheiße. Was habe ich übersehen? Ich höre es aufploppen, sehe aber nicht wo. Das war die Interaktionsmöglichkeit da. Nö. Ey, diese Grabmäler machen mich echt verrückt, ne? Sorry, Bro. Ich sehe nichts mehr. Das ist doch behindert. Das ist doch behindert. Gibt's hier noch einen anderen Eingang oder so? Komm, Bayek, jetzt hab dich nicht so. Ernsthaft jetzt? Also da hinten geht's nochmal runter. Wir sollten vielleicht mal gucken, was wir da reinkommen. Weil wie ihr seht, seht ihr nichts. Irgendwie passt halt nicht. Deswegen noch einen Nebenraum. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Dass das so geheim ist, dass das sogar mit Stein zugelegt ist. Wollt ihr mich gerade verarschen? Hier ist einfach nichts drinne. Nichts.
Ich glaube, die wollen mich verarschen. Also jetzt halt mal echt, ne? Senno, bitte hilf mir. Ich sehe die Schätze, aber ich komme da nicht rein. Warum nicht? Gleich ist Senno außer Reichweite. Da komme ich nicht durch. Verdammte Hacke. Ich glaube, ich werde das auch nicht als Story-Mission betiteln, sondern dann wirklich hinschreiben, Grabmalsichtbesichtigung oder sowas. Irgendwie was Kreatives ausdenken. Weil ich finde, das ist jetzt nicht so wichtig, dass man das zur Story zählen müsste. Ich denke mal, die Grabmäler und auch die Steinkreise haben was damit zu tun, dass wie bei Horizon irgendwann halt was richtig Krasses kriegen kannst. Also bei Horizon war es ja diese Schildwächterin Outfit, was du kriegen konntest. Und hier kann das halt alles andere sein, alles andere Mögliche. Ich bin eigentlich zu doof für das Rätsel hier. Tut mir echt leid. Ich hab's gefunden. Das ist so ein Scheiß, ey. Wirklich. Das können wir nicht machen. Ernsthaft jetzt. Ich geh jetzt noch weiter höher. Nach 20 Millionen Jahren Suche. Oh, geschafft. Geschafft! Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Ach. Weil wir können hier nämlich raus gehen. Das nur von einer Seite, nicht von beiden Seiten. So. Ich denke, wir haben noch ein paar Minütchen. Vielleicht schaffen wir dann. Das Grabmal schaffen wir nicht. Hier hinten ist noch eins, mitten in der Wüste. Wenn wir von da mal angreifen. So. Wie möchte ich mit der rote Sprügel? Rufe seinen treuen Reitgaul. Ich würde ihm gerne einen Namen geben. Ich glaube, er hat ihn in Jack getauft in einer Folge mal. Ich hätte jetzt aber wieder an was wie Flavius genannt oder gedacht, aber das kann ich mir nicht merken. Ich glaube, es hieß Jack.
Was? Wow. Dafür lasse ich dich leiden. Okay, das wird also bewacht von Mulaken. Auch interessant zu wissen. Es dürfte also sein, dass das hier schon Grabräuber sind. Es kann also auch gut möglich sein, dass ich jetzt gleich nochmal auf Gegners treffe. Ja. Hat er gerade irgendeine Brandbombe geworfen nach mir? Was ein Affe, Alter. Lass mich einfach die Kiste ausräumen, dann können wir gerne kämpfen. Spaß. Ich muss doch locker gleich da runter schwimmen. Also ich denke mir einfach mal, dass ich da irgendwie runter muss. Was soll das jetzt geöffnet? Oder geschlossen? Ich will doch bloß diese scheiß Rolle tragen, Mann.
Alles klar, jetzt habe ich es rausgefunden, was wir machen müssen. Einfach alle Rollen, die es gibt, hoch raufpacken auf die hier. Und dann können wir uns auch gleich ranhängen. Wird nichts. Du, reicht das schon? Ich glaube eher nicht. Doch, tatsächlich. Lass sie jetzt da runterfallen, Mann. Gott. Sehr schön. Wow, hier sind echt viele Kisten drin. Nice, Buddy. Kohlenstoffkristall. Yay! Schriftzeichen aus dem alten Königreich. So, da war hier oben noch was. Spring. So, wir haben heute 2 Gräber geschafft. Ich denke mal, das reicht für so einen Tag. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.